Und dann werde ich natürlich in diesen Zeiten und auch vor diesem Parteitag gefragt, naja, wie ist denn die Stimmung in Kenia? Hält denn die Koalition noch bis 2021? Meine Antwort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir werden dafür kämpfen. Warum wir dafür kämpfen werden, habe ich eben versucht, in wenigen Stichworten, wenigen Pinselstrichen aufzuzeigen. Ob es uns gelingt, ich weiß es nicht. Conny hat vom Kabinett geredet. Das Kabinett dürft ihr euch nicht so vorstellen wie eine KV-Sitzung der Grünen. Im Kabinett wird eigentlich wenig debattiert. Es gibt keinen Raum, wo Landesregierung debattiert, inhaltlich, so wie wir das verstehen. Ne? Also man setzt sich hin und du willst das eine, ich will was anderes, dann streitet man sich und dann redet man und dann hat man am Ende eine gemeinsame Lösung. Das ist im Kabinett nicht so. Insofern gibt es keinen Ort der Debatte, der inhaltlichen Debatte, des Streits. Was ist denn die gute Lösung für unser Land? Und es gibt etwas Zweites, was mich wirklich mit Sorge erfüllt. Und das ist die zunehmende Verantwortungslosigkeit von Mandatsträgern. Weil das ist das, was wir beobachten können. Weil das die AfD und ihre Abgeordneten verantwortungslos sind. Darüber müssen wir hier nicht reden. Ich will hier reden über die demokratischen Parteien. Unsere Bündnispartner, CDU und SPD und die Linke. Und ich will es aufhängen an der Wahl von Nils Leopold. Ihr alle habt das beobachtet, er ist nicht gewählt worden. Ich will auch nicht über die Konsequenzen dessen reden. Das hat Conny sehr detailreich getan und das ist, glaube ich, jedem im Lande klar. Aber das, was mich dabei besorgt, ist in der Tat diese Verantwortungslosigkeit. Es geht um etwas Zentrales für unser Land, für die Menschen im Land, für die vielen Ehrenamtlichen im Land, die verunsichert sind. Es geht um die Wirtschaft bei uns im Land, die kleinen und mittelständischen Unternehmen. 70% unserer Unternehmen haben weniger als 10 Angestellte. Die haben keinen eigenen Datenschutzbeauftragten, der ihnen sagt, wie sie mit der neuen Datenschutzgrundverordnung umgehen sollen. Und man hat uns gebeten, macht einen Vorschlag. Wir haben einen Vorschlag gemacht. Und ich glaube, alle sind sich einig. Ich habe nicht einen gehört, der etwas anderes sagt. Der Vorschlag, den wir gemacht haben, Nils Leopold, das ist der beste Mann für diesen Job, den man im Moment in Deutschland finden kann. Den schlagen wir vor und der wird nicht gewählt. Und warum wird er nicht gewählt? Der wird doch nicht gewählt, deswegen nicht gewählt, weil irgendwelche Leute sagen, der ist nicht qualifiziert, der kann das nicht. Nein. In der Wahlkabine gibt es offensichtlich immerhin 12 Mandatsträger, Abgeordnete aus demokratischen Parteien, die eine andere Agenda haben. Ich kenne deren Agenda nicht. Die sagen, ach, das Grünen, gönnen wir doch den Grünen nicht. Oder Kenia muss sowieso mal jetzt irgendwie auseinandergebracht werden. Und mit der AfD ist es doch vielleicht viel schöner. Oder was auch immer diese Menschen umtreibt. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das ist das, was mich mit Sorge erfüllt. Ich will den inhaltlichen Streit haben. Ich will ringen. Ich streite mich gerne. Ihr wisst das. Ich will ringen darum, was ist das Beste für unser Land und wie können wir unser Land nach vorne bringen. Und diese Verantwortungslosigkeit bei uns im Landtag, aber auch natürlich in Berlin, Robert hat es ja dargestellt, oder auch in den einzelnen Stadträten, dieses politische Agieren von Menschen, die dafür gewählt worden sind, Verantwortung für unser Land und für die Menschen in diesem Land zu übernehmen und die nach ihrer ganz eigenen individuellen Agenda dann agieren und sich um das Land nicht scheren, um die Menschen nicht scheren, das ist das, was mich mit Sorge erfüllt und das ist das, was mich zu der Antwort bringt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß es nicht, ob wir es bis 2021 mit solchen verantwortungslosen Gesellen schaffen. Applaus